passieren. Und Corinna kommt noch mal zu uns. Ich mich aus. Dankeschön. Corinna, so. Also, wir spielen jetzt Blamieren oder Kassieren. Ihr bekommt gleich eine Frage von mir gestellt und wer drückt, hat 5 Sekunden Zeit, diese Frage zu beantworten. Ist es richtig, bekommt man einen Punkt. Ist es falsch, bekommt die Gegnerin den Punkt. Frage ist aus dem Spiel. Wer nach 13 Fragen mehr Punkte hat, gewinnt das Spiel. Bei Gleichstand entscheidet eine Schätzfrage. Sagst du uns dann Bescheid, wer antworten darf? Also die Sekunden haben wir noch zum Warten. Mach ich? Ja. Und wir machen einen kleinen Buzzer-Test. Fangen wir an. Das Ding funktioniert. Ah, okay. Und bei Charlotte geht es auch. Ich weiß gerade richtig so ein bisschen so unschlecht. Voll, ja, total. Okay. Gut. Cool. Los geht's. Erste Frage. Pfingsten ist für viele ein Grund zu feiern. Aber nicht immer sind Partys angebracht. Zum Beispiel während des Lockdowns. Welchem europäischen Spitzenpolitiker wird... Janine? Boris Johnson. Boris Johnson, richtig. Nächste Frage. An diesem Wochenende feiern die Briten das Platinjubiläum der Queen. Unglaubliche 70 Jahre ist sie schon das Staatsoberhaupt des Vereinigten Königreichs. Wie heißt die weltberühmte offizielle Residenz von Queen Elizabeth II? Buckingham Palace. Buckingham Palace, richtig. Hey, ich hab meine Hand schon drauf und du bist trotzdem Wahnsinn. Denn das hört gleich auf, keine Geil. Sorge. 2-0, nächste Frage. Real Madrid hat die Champions League gegen den FC Liverpool gewonnen. Hierzulande war aber weniger das sportliche Ereignis ein Thema, sondern eher das Interview eines Spielers nach dem Finale. Toni Kroos. Welcher Spieler? Toni Kroos. Ja. Nächste Frage. Namensänderung bei den Vereinten Nationen. Auf Wunsch des Staatspräsidenten wurde eine Umbenennung der englischen Bezeichnung des Landes durchgesetzt. Aus dem Englischen übersetzt hieß das Land nämlich bisher Truthahn. Welches Land? Türkei. Ja. Türkei, richtig. Nächste Frage. Letzte Woche ging hier bei Pro7 die jüngste Staffel Germany's Next Topmodel mit einem großen Finale zu Ende. Leider ließ es sich Heidi Klum nicht nehmen, ihren aktuellen Hit Chai Tea with Heidi zu singen. Zusammen mit welchem US-Rapper hat Heidi den Song? Snoop Dogg. Snoop Dogg, stimmt. Richtig. Tom Kaulitz. 3-2 steht es noch für Janine. Wir sind bei Frage Nummer 6. Die Wasserqualität in Deutschland ist laut EU-Umweltagentur sehr gut. Ganz gleich, ob Seen, Flüsse oder Küstengewässer, fast alle Badestellen haben eine ausgezeichnete Wasserqualität. Der größte deutsche See ist der Bodensee. Er grenzt auch noch an 2 andere Länder, und zwar an die Schweiz und... Österreich. Österreich, richtig. Nächste Frage. Boris Rhein ist zum neuen Ministerpräsidenten von Hessen gewählt worden. Wer war sein direkter Amtsvorgänger und hatte Hessen die letzten 12 Jahre als Minister? Ja. Volker Bouffier. Ja. Ja. Volker ja. Bouffier, richtig. Ich bin echt immer eine Sekunde schnell. Hundertste Bilder sind. Ja. Nächste Frage. Diese Woche wurde der Diversity Day gefeiert. In vielen Firmen und Institutionen wurde zur Feier des Tages die Regenbogenfahne gehisst. Aus wie vielen Farben besteht die als internationales Symbol? 5. Regenbogenfarbe. Fahne. Es sind 6. Scheiße.
Okay. Punkt für Charlotte. 5-3. Alexander Zverev ist bei den French Open in Paris dramatisch ausgeschieden. Offiziell heißt das Turnier übrigens nicht French Open, sondern ist nach einem französischen Luftfahrtpionier benannt. Und dieser heißt Roland Garros. Richtig. Fünf zu vier. Frage 10. Mit Running Up That Hill ist gerade ein Welthit aus den 80ern wieder weit oben in den Charts platziert. Verantwortlich dafür ist wohl die aktuelle Staffel von Stranger Things, in der der Song zu hören ist. Von welcher britischen Musikerin ist der Song? Running up that building. Ach, das. If only could make a deal with God. And the big end. Nee, egal. So, 5, 4, 3, 2, 1, Schluss. Kate Bush, ne? Ja. Nie gehört. War mir nicht sicher. Lustig. Shit. Auch Stranger Things nie geguckt. Wollte ich vielleicht. Mann, mal machen. Ja. So, wir sind bei Frage 11. 5-4, immer noch knapp. Die Miniserie Obi-Wan Kenobi ist letzte Woche endlich gestartet. Die Serie ist Teil des Star Wars-Kosmos von George Lucas und knüpft an die Ereignisse des Kinofilms Star Wars Episode 3, Die Rache der Sith, an. Welcher Schauspieler spielte den Obi-Wan Kenobi? Bei Star Wars. Ewan McGregor. Ewan McGregor ist richtig. Zwei Fragen haben wir noch. Ein Punkt braucht Janine noch. Also entweder richtig beantworten oder Charlotte falsch. Auf der anderen Seite sollte auch Charlotte vielleicht drücken. Die nächste Promi-Ehe steht vor dem Aus. Denn angeblich soll Sängerin Shakira ihren Mann in Flagranti erwischt haben. Wie heißt der nicht weniger prominente Ehemann von Shakira? Oh, Gerard Piquet? Richtig! Letzte Frage, 6-6, die entscheidende. 6-5, Entschuldigung, bei 6-6 stimmt 6-5. Eine berühmte deutsche Band feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bandjubiläum. Berühmt wurde die Combo mit Liedern wie Reisefieber, Schöne Bescherung, Alles aus Liebe. Toten Hosen. Die Toten Hosen, das ist richtig. Very good. Das war Blamieren oder Kassieren. Und am Mittwoch, den 22. Juni übrigens, gibt es Blamieren oder Kassieren XL, die Show hier auf ProSieben, direkt nach TV Total. Sie können gerne im Studio dabei sein. Und wenn Sie denn dabei sind, können Sie sogar vielleicht mitspielen und was gewinnen. Tickets gibt es unter bok-tickets.de, also bock-tickets.de. So, wir machen noch ganz, ganz schnell den Punktestand, dann machen wir Werbung. Er steht nämlich jetzt nach Spiel Nummer 10. 10 Punkte kriegt Janine. Steht es jetzt 28-27. Ihr wollt keine Schlag den Star-Videos mehr verpassen? Das kann ich sehr gut verstehen. Dann abonniert doch einfach den Kanal und aktiviert die Glocke.